Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer von Digitalfernsehen, zu einem neuen TV-Test. Panasonic stellte uns den OLED-TV FZW954 in 55 Zoll zur Verfügung, der mit einer zusätzlichen Soundbar ausgestattet ist. Wollt ihr auf die Soundbar verzichten, solltet ihr zum FZW804-Modell greifen, dadurch spart ihr knapp 500 Euro. Die Bildqualität inklusive des Kontrastfilters soll bei beiden Modellserien identisch ausfallen. Die Soundbar des FZW954 wird direkt am Standfuß befestigt und mit dem Display verkabelt. Eine Spiegelfolie hilft euch dabei, den Anschluss zu bewerkstelligen. Auf eine Hochglanzblende wie noch beim EZW1004 hat Panasonic dankenswerterweise verzichtet, sodass sich der Bildinhalt jetzt nicht mehr am Standfuß spiegelt. Klanglich reißt die Soundbar keine Bäume aus und der Bassbereich profitiert leider nicht vom Gehäusevolumen des Displays. Äußerlich sieht der FZW954 den Vorjahres-OLEDs zum Verwechseln ähnlich und im Gegensatz zum deutlich günstigeren LED-LCD FXW784 gibt es beim OLED-TV keinen durchgehenden Kabelkanal, sondern die Kabel werden teilweise außen am Gehäuse durch kleine Clips fixiert. Auch bei den Anschlüssen hat sich nichts getan. Zwei CI-Slots, ein SD-Kartenleser und ein analoger Bildeingang sind zwar top, aber zu viele Schnittstellen zeigen nach hinten, was einerseits die Wandanbringung erschwert und andererseits das Aufsetzen der Kunststoffblende unmöglich macht. Auch bei den HDMI-Schnittstellen gibt es immer noch die Diskrepanz zwischen den Anschlüssen 1 und 2, die volle HDMI 2.0 Performance bringen, und den Anschlüssen 3 und 4, bei denen ihr Kompromisse in Kauf nehmen müsst. 4K HDR bei 24 Hz ist aber ebenso möglich wie 60 Hz und HDR bei 2K Auflösung. Was mich ebenfalls gewundert hat, der FZW954 zeigt erneut keine 120 Hz Signale an, während das TVs von Philips, Samsung, Sony und LG bereits ermöglichen. Was mir dagegen gut gefällt, sind Details wie das extra lange Stromkabel oder die aus den Vorjahren bekannte Hauptfernbedienung, die mit einem teilweise beleuchteten Tastenfeld aufwartet. Der Kontrastfilter des FZW954 unterscheidet sich nicht vom C8 oder AF8 OLED. Gegenüberliegende Lichtquellen erscheinen violett verfärbt, dennoch zeigt der TV auch in hellen Räumen einen sehr guten Kontrast. Sobald ihr seitlich auf die Bildfläche schaut, ist die Violettverfärbung zwar weg, aber Spiegelungen werden immer deutlicher erkennbar. Auch beim OLED-Panel gibt es keinen Unterschied zur Konkurrenz. Der FZW954 arbeitet mit einem aktuellen 2018er Panel, genau wie ein C8 oder AF8 OLED. Das ist zugleich einer der wichtigsten Unterschiede zu den letztjährigen OLED-TVs von Panasonic, denn wir hatten bei den letztjährigen Modellen häufig das Problem, dass in dunklen Bildbereichen vertikale Schatten zu sehen waren. Beim FZW954 konnten wir den Effekt nur noch durch diese Testbilder hier probieren. Ansonsten blieb das Panel absolut sauber, auch in sehr kritischen Filmsequenzen. Nachleuchteffekte bzw. Schattenmuster nach Anzeige von bunten Bildelementen treten auch mit dem neuen Panel auf. Der Effekt verschwindet in der Regel nach ein paar Sekunden. Die manuelle Panelkorrektur brauchten wir nie, die automatischen Mechanismen reichen unseren Augen völlig aus, um Nachleuchteffekten entgegenzuwirken. Panasonics Stärke ist die Verknüpfung von klassischen TV-Funktionen und Internetanwendungen. Ihr könnt sogar TV-Inhalte im Netzwerk an andere Fernseher streamen. Nach dem Suchlauf erwartet euch eine vorbildlich sortierte Senderliste, die ihr über die Bestätigungstaste kinderleicht aufrufen könnt. Über die blaue Taste filtert ihr die Liste nach bestimmten Kategorien, um zum Beispiel HD- oder UHD-Sender blitzschnell zu finden. Die neue Senderliste im Homescreen ist ebenfalls praktisch, denn über die Twin-Tuner-Funktion könnt ihr vor dem Umschalten bereits das laufende Videobild des anderen Programms in der Liste sehen, sodass ihr nicht planlos hin und her sippen müsst. Auch bei solchen Details wie der Auswahl der Bildvoreinstellung zeigt sich, dass sich Panasonic Gedanken gemacht hat. Ihr wählt in diesem Menü die Bildvoreinstellung aus, die ihr im Alltag nutzen wollt. Wenn ihr dann die Picture-Taste auf der Fernbedienung drückt, erscheinen nur noch die Optionen, die ihr vorgegeben habt. Ihr könnt jeden Programminhalt oder jede App der My-App-Taste der Fernbedienung zuweisen und die Inhalte an die virtuelle Pinnwand anheften. Blendet ihr den Homescreen ein, werden sämtliche hinzugefügten Inhalte aneinandergereiht angezeigt. Obwohl es keine Ordnersortierung mehr gibt, könnt ihr die Homescreen-Anzeige noch besser anpassen als im letzten Jahr, denn ihr könnt nicht benötigte Anwendungen komplett ausblenden, die Startanwendung definieren und die Reihenfolge beliebig anpassen. Die Bild-in-Bild-Darstellung erlaubt es zwar, zwei TV-Signale oder eine HDMI-Quelle und ein TV-Signal nebeneinander darzustellen, vermeidet es aber, 4K-Quellen abzuspielen, denn dadurch stürzte die App zumindest bei uns im Test ab. 4K-HDR-Qualität erwartet euch zum Beispiel über die Netflix- und Amazon-App. Neben den gängigen Standards wie HDR10 unterstützt Panasonic HDR10 Plus Streams von Amazon. Dolby Vision-Signale zeigt der FZW954 nicht an, was etwas ungewöhnlich ist, da Panasonics neue UHD-Blu-ray-Player wie der UB824 Dolby Vision-Signale unterstützen werden. Davon abgesehen,
gesehen ist der HDR-Support tadellos. Auch YouTube-Videos streamt der FZW954 in bester Qualität. Der einzige Punkt, den ich nicht ganz nachvollziehen kann, betrifft die Bildvoreinstellung. Wenn ihr zum Beispiel den Bildmodus Normal verwendet, sind einige Bildoptionen gesperrt und es fehlt dadurch der Zugriff auf die Farbskala-Einstellung. Im Modus Benutzer könnt ihr diese auf die korrekte Vorgabe einstellen. Häufig ist aber die Voreinstellung natürlich angewählt, was sämtliche Farben mit HDR-Signalen ausbleichen lässt. Panasonic umgeht das Problem meist, indem in solchen Fällen das Farbremastering eingeschaltet ist und der TV praktisch eigenständig die Farbwerte angleicht. Aber wenn ihr eine korrekte Darstellung erzielen wollt, dann achtet darauf, die Farbskala zum Signal passend einzustellen, also REC 2020 für HDR und REC 709 für SDR-Signale. Wie im Vorjahr ist die SDR-Bildbearbeitung die große Stärke von Panasonic. Die Kontrastoptimierung katapultiert die Weißlichtdetailhelligkeit auf knapp 550 Nits und Details mit SDR-Content zeigt der FZW954 damit deutlich heller an als die OLEDs von Sony oder LG. Damit ihr das Kontrastremastering einschalten könnt, müsst ihr allerdings auch die Kontrastregelung-Einstellung aktivieren. Da kann ich euch empfehlen, den Modus manuell zu wählen und sämtliche Werte auf 0 zu belassen. Es gibt euch die Möglichkeit, ausschließlich die hellen Bildbereiche zu verstärken. Wenn ihr die Auto-Einstellung verwendet, dann werden sämtliche Farb- und Mitteltonbereiche verstärkt und ihr erkennt in dunklen Bildbereichen kaum noch Details. Die Funktion kann aber helfen, um kontrastschwache Inhalte kontraststärker abzubilden. Im Endeffekt könnt ihr das aber auch manuell regeln, indem ihr die adaptive Gamma-Steuerung verwendet. Wenn wir den FZW954 mit dem C8 OLED und SDR-Content vergleichen, dann sieht man, dass Panasonic das Kontrastpotenzial des Panels durch die Bildoptimierung deutlich besser ausreizt als LG. Mit HDR-Content sind die TVs dagegen kaum noch voneinander zu unterscheiden. Was mir bei Panasonic ebenfalls besser als bei LG gefällt, ist die Farboptimierung. Die greift bei Panasonic meist sehr, sehr dezent ein, bunte Farben werden aber dennoch erkennbar satter dargestellt. In diesem Beispiel ist bei beiden TVs die Farbraumerweiterung aktiviert und hier lässt sich noch darüber streiten, welches Bild besser gefällt. In dieser Szene zeigt sich aber, dass Panasonic Hautfarben weitaus weniger stark nachbearbeitet als LG. Und auch bei der Darstellung von dunklen Bildinhalten gefällt mir die Abstimmung, die Panasonic gewählt hat, besser. Der FZW954 zeigt zwar eine äußerst geringe Unterbelichtung in sehr dunklen Bildbereichen, aber dadurch vermeidet es Panasonic, leicht aufgehellte Bildinhalte kontrastschwach abzubilden. Mit dem FZW954 ist es wesentlich einfacher als mit dem C8. SDR-Signale kontrastreich, aber dennoch natürlich darzustellen. Wenn ihr Displays nicht umfangreich kalibrieren wollt, spielt euch der gelungene Weißabgleich des FZW954 womöglich auch in die Karten, denn Panasonic vermeidet den leichten Gelbschimmer, der beim C8 in den Werkseinstellungen auftritt, wenn ihr eine D65-Wiedergabe anstrebt. Was sich im Test leider nicht wie erhofft in den Vordergrund gespielt hat, ist die neue Auto-HDR-Funktion, denn die sorgt lediglich für einen Kontrastabgleich in sehr, sehr hellen HDR-Bildbereichen. Wie bei LG funktioniert der Abgleich zwar dynamisch und in beide Richtungen, aber da der FZW954 von Haus aus so eingestellt wird, dass selbst 4000 Nits HDR-Quellen kaum Detailverluste zeigen, ist der Mehrwert der Funktion in der Praxis kaum erkennbar. Das HDR-Bild aufzuhellen klappt über diese Funktion nicht. Stattdessen müsst ihr wie im Vorjahr einen Wert über den HDR-Brightness-Regler vorgeben. Im Vergleich mit dem C8 könnt ihr sehen, dass sich die HDR-Kontrastanpassungen grundlegend voneinander unterscheiden und LG bietet in meinen Augen nach wie vor die beste automatische Kontrastanpassung. Allerdings gibt es mit 4000 oder 10.000 Nit-Signalen das Problem, dass die Bildhelligkeit mit dem C8 in Summe sehr, sehr gering ausfallen kann, da LG sämtliche HDR-Details anzeigen will, obwohl diese weit außerhalb der Panelhelligkeit liegen. Da bietet euch die HDR-Kontrastanpassung von Panasonic mehr Optionen, um eine zu dunkle Wiedergabe zumindest ansatzweise auszugleichen. Dass der FZW954 mit 4.000 und 10.000 Nits HDR-Quellen bereits ab knapp 200 Nits anfängt, die Signalhelligkeit zu drosseln, erkennt man erst, wenn man sehr helle HDR-Displays im Vergleich sieht. Unser Kontrollmonitor kommt hier auf knapp 1500 Nits und man erkennt, dass es Panasonic zwar vorbildlich gelingt, die meisten HDR-Details zu zeigen, sehr helle Bilddetails aber in der Helligkeit komprimiert erscheinen. Schaltet ihr in den Spielmodus um, könnt ihr auf eine Black Frame Insertion zurückgreifen, was die Bildhelligkeit zwar reduziert und Flimmereffekte hervorrufen kann, aber die Bewegtbildschärfe ist dann exzellent. Für Filmcontent kann ich die Funktion wie schon beim C8 nicht empfehlen, da ihr euch zusätzliche Ruckler einfangt. Die Zwischenbildberechnung des FZW954 ist gegenüber dem C8 OLED deutlich besser und ihr könnt mit der Panasonic-Lösung Filmbilder schwach oder sehr stark glätten, ohne zu extreme Artefakte befürchten zu müssen. Der FZW954 zeigt bei maximaler Glättung die wenigsten Artefakte, die ich bislang bei einer Zwischenbildberechnung gesehen habe, was die Zwischenbildberechnung zumindest theoretisch zur derzeit leistungsstärksten macht. Theoretisch deshalb, weil es in der Praxis leider auch bei Panasonic ein technisches Problem gibt. Sobald Bildrauschen, Rauschmuster oder ähnliches im Bild vorhanden ist,
und Objektbewegungen ruckartig oder sehr langsam erfolgen, zeigt die Zwischenbildberechnung sehr deutliche Aussetzer. Es ist leider nicht möglich, diese Aussetzer durch eine geringe Glättung zu verhindern, auch die manuelle Glättungsvorgabe nimmt darauf keinen Einfluss. Was aber nicht heißt, dass es gar keinen Unterschied zwischen den Voreinstellungen und den manuellen Werten gibt. Hier könnt ihr deutlich sehen, dass man auf keinen Fall die Voreinstellung Mittel wählen sollte, sondern stattdessen einen manuellen Glättungswert. Auch beim Upscaling sind Unterschiede erkennbar, auch wenn ich bezweifle, dass man diese hier im komprimierten Video noch erkennt. Panasonics Upscaling ist besser dafür geeignet, den zugespielten Content zu bewerten. Bei LG laufen mehrere Prozesse in Kombination ab, was unter anderem dazu führt, dass Rauschmuster geglättet erscheinen. Was man bevorzugt, bleibt in meinen Augen eine Geschmacksfrage. Im Gegensatz zu LG bietet Panasonic keinen einstellbaren Filter, um Bending-Artefakte zu glätten, aber wie schon bei Sony zeigt auch Panasonic, dass der FZW954 Bending-Artefakte von Haus aus sehr effizient unterdrückt. Bei LG müsstet ihr den Filter hinzuschalten, der aber das komplette Bild weich zeichnet. Wenn es also darum geht, qualitativ schlechtere Bildquellen aufzuwerten, und das können auch 4K HDR Internetstreams sein, dann bietet Panasonic ähnlich wie Sony eine sehr effiziente Bildverarbeitung. Ähnlich wie bei der Blackframe Insertion der Hinweis, dass die Pure Direct Funktion nicht für 24 Hz Filmquellen geeignet ist, im Prinzip könnte die Funktion auch PC-Modus lauten. Wollt ihr RGB-Signale verlustfrei wiedergeben, solltet ihr die Funktion aktivieren. Interessant ist noch die Punkt auf 4 Punkt Anzeige, denn dadurch deaktiviert ihr die Kantenglättung des Upscaling-Prozesses komplett und stellt die Pixel eines HD-Signals messerscharf dar. In der Praxis hat die Funktion in meinen Augen aber kaum einen Nutzen. Hier seht ihr einmal Pixelgrafik im Vergleich und da lässt sich kaum erkennen, dass durch das Upscaling Schärfe verloren geht. Im Randbereich des Bildes gibt es gezeichnete Grafiken und die sehen wiederum deutlich schöner mit der Kantenglättung des Upscalings aus als über die pixelige Darstellung. Falls ihr PC- oder Videospielsignale im erweiterten RGB Format zuspielt, noch der Hinweis, dass die Voreinstellung normal nur den Videobereich abdeckt und ihr besser auf die Automatikeinstellungen zurückgreifen solltet. Was mir gut gefallen hat, ist die Art und Weise, wie sich der Spielmodus des TVs aktivieren lässt. Entweder nutzt ihr euren eingestellten Bildmodus und schaltet einfach in den Optionen den Spielmodus ein, oder ihr wählt eine extra Voreinstellung für den Spielmodus. Die Eingabeverzögerung ist in beiden Fällen gleichwertig niedrig. Erst im Pure Direct Modus steigt die Eingabeverzögerung an. Mit Zwischenbildberechnung ist die Eingabeverzögerung zu hoch für Gaming-Inhalte, also unbrauchbar. Dass auch Panasonic keine 3D-Signale unterstützt, dürfte im Jahr 2018 keinen mehr überraschen. Die Messwerte sind bereits in den Werkseinstellungen exzellent, auch das HDR-Tone-Mapping mit 1000, 4000 oder 10.000 Nitsignalen ist vorbildlich. Die Flächenhelligkeit ist im Vergleich zu den letztjährigen OLEDs etwas verbessert worden. Panasonic wählt aber ähnlich wie Sony und Philips eine gleichmäßige Abdunklung bei großen Leuchtflächen, um zu starke Helligkeitssprünge zu vermeiden. Mit Standbildern noch der Hinweis, dass der TV die Helligkeit extrem stark nach knapp 2 Minuten drosselt. Achtet zum Beispiel bei einer Fotopräsentation darauf, dass genügend Bewegung und Bildwechsel vorhanden sind, um dieses Dimming zu vermeiden. Die Bildvoreinstellungen sind sehr präzise und das Farben-Kontrast-Remastering lohnt sich im Zusammenspiel mit SDR-Quellen. Die Auto-HDR-Anpassung könnt ihr einschalten, es bringt aber meist kaum einen Effekt. Bei der Farbskala noch darauf achten, dass die Vorgabe mit dem Bildsignal übereinstimmt. Wenn ihr einen Bildmodus verwendet, der diese Einstellung sperrt, dann bleibt euch noch das HDR-Farbremastering als letzter Ausweg. Spielmodus, Pure Direct und Schwarzbild eignen sich eher für 60-Hertz-Signale und nicht für 24-Hertz-Signale. Wenn ihr HDR-Content abspielt, noch darauf achten, dass der Overscan ab Werk meist eingeschaltet ist und Randbereiche mit Bildbeschnitt angezeigt werden. Abseits der genannten Bildunterschiede, vor allem mit SDR-Quellen, ist der FZW954 kaum vom C8 oder Sonys AF8 zu unterscheiden. Die Panelleistung ist bei allen Herstellern gleich, am Ende sorgen die jeweiligen Bildabstimmungen für die einzigen sichtbaren Unterschiede. Mein Fazit fällt wie folgt aus: Wenn ihr die letztjährigen OLEDs von Panasonic kennt, dann kennt ihr auch den diesjährigen FZW954. Die größte Schwäche von Panasonic ist in meinen Augen, dass es nicht das eine Killer-Feature abseits vom TV-IP-Empfang und dem TV-Streaming im Netzwerk gibt. LG bietet beispielsweise Dolby Vision und Dolby Atmos, Samsung hat FreeSync, Sony hat das einmalige Display-Ton-Konzept, Philips hat Ambilight und alle außer Panasonic erlauben die Wiedergabe von 120 Hz Signalquellen. Wenn man sich allerdings mit den Features auseinandersetzt, die der FZW954 bietet, dann fällt es extrem schwer, echte Kritik zu äußern. Ich finde die Bedienung, die Bildabstimmung und die Wiedergabe schlichtweg exzellent. Mit 50 Hz Quellen hatte der OLED TV übrigens keine Probleme, wir konnten im Test nur mit dem 43FXW754 50 Hz Ruckler provozieren, während auch der 55FXW784 keine Probleme mit 50 Hz Signalen hatte. Man merkt zwar, dass Panasonic vorrangig danach strebt, die Bildwiedergabe möglichst natürlich statt effektvoll in Szene zu setzen, aber wenn ihr eure Quellen originalgetreu wiedergeben wollt, werdet ihr kaum einen besseren TV finden. Objektiv gesehen sind die Unterschiede, vor allem mit HDR-Quellen, jedoch so gering, dass sich Panasonic nicht von der OLED-Konkurrenz absetzen kann. Letztendlich dürfte natürlich auch die Preis-Leistung darüber entscheiden, welchen Hersteller ihr den Vorzug
Aufzug geben werdet. Da passt es ganz gut ins Bild, dass die FZW-804-Modelle die gleiche Bildqualität bieten sollen und somit nochmals attraktiver als der FZW-954 ausfallen, wenn ihr auf die Soundbar verzichten könnt. Das soll es erst einmal mit unserem Testvideo zum FZW-954 gewesen sein. Falls euch der Test gefallen hat, freue ich mich, wenn ihr auch beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut!